Hallihallo zu einem neuen Video auf Nicoles Duftoase. Ja, ich habe euch ja letztens schon erwähnt, dass ich eine neue Duftblume am Klo brauche und dass mir dieses Mal nach einem frischen Duft ist. Deswegen habe ich mir die Duftblume Aloe Water and Cucumber bestellt und wollte sie gern mit euch gemeinsam auspacken und quasi in Betrieb nehmen. Ihr habt da oben immer so einen kleinen Zettel, wo ihr eine Beschreibung habt in verschiedenen Sprachen. Deutsch haben wir dann hier. Da steht dann ganz genau dabei, wie das funktioniert. Wir haben hier so einen Plastikring, aber der so eine Alu-Optik hat. Dann haben wir den Flakon mit dem Duftöl drinnen und die Blüte aus Solarholz. Die ist immer extra verpackt, dass die schön geschützt ist. Da haben wir zwei Designs. Ich hatte jetzt da die Buttercup Belle, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir zur Abwechslung wieder die Dahlia Darling Blüte. Da haben wir eben diesen gewobenen Baumwolldocht. Ja, da ist ein Papierstreifen drauf gewesen. Da ist das eingewoben per Hand, das Solarholz. Also das ist ein nachwachsender Rohstoff. Und wenn ich das jetzt dann in das Duftöl reingebe, saugt sich das binnen 12 bis 24 Stunden voll und dann haben wir einen guten Duft. Bei mir steht die halt immer am Klo. Das riecht dann wirklich so für 60 Tage mindestens. Riecht es dann wirklich merklich. Also wenn man reingeht ins Klo, riecht man wirklich merklich dann nach diesem Duft. Man merkt dann, dass das Öl in dem Flakon auch dann immer weniger und weniger wird. Auch wenn es aufgesaugt ist, komplett das Öl, dann riecht die Blüte trotzdem noch, aber im Raum merkt man es dann halt nimmer mehr. Genau. Man kann sich das aber auch auf den Nachttisch stellen oder auf dem Schminktisch oder zum Arbeitsplatz, irgendwo in der Nähe, dass man es bei sich in der Nähe hat, dass man den Duft auch wahrnimmt. Ansonsten für kleine Räume, dass man den Duft wahrnimmt, weil natürlich, das ist jetzt ohne Strom, da kann die nicht natürlich so Power Duft machen, verströmen. Ja, wie eine elektrische Duftlampe zum Beispiel. Ich gebe das rundherum immer runter, weil ich einfach finde, dass der Glasflakon an sich so viel schöner ausschaut. Ihr habt aber da oben noch eine Duftbeschreibung und das glätzle ich dann immer ab und klebe es mir auf den Boden des Flakons, dass man dann später auch noch weiß, nach ein paar Monaten dann, wenn man es dann wieder wechselt und einem der Duft gefallen hat, dass man das weiß, welcher Duft das ist. Das kommt dann jetzt darunter. So, da leer. Dann einfach aufschrauben, das Plastik rausgeben. Ah, da kommt schon die Frische. Also ich habe eh gesagt schon mehrmals in letzter Zeit, dass ich schon genug hatte von den ganzen würzigen, zimtigen Düften. Ich bin eher so frisch und fruchtig. Und jetzt bin ich total auf Aloe Water and Cucumber. Gefällt mir momentan echt gut, der Duft. Da haben wir jetzt auch die Handseife zu Hause. Ja. Boah, das riecht gut. Das riecht so angenehm frisch. Man merkt so richtig die Mischung, die Frische aus der Gurke. Und dann dieses, dieser Aloe Vera Duft. Kommt total raus. Also man merkt richtig frisch und Aloe Vera. Genau. Und jetzt lege ich einfach die Blüte drauf. Und die saugt sich dann voll. So ein bisschen fester drücken, dann kann die nicht mehr so rausploppen oder rausfallen. Schaut ja richtig schön aus, gell? So finde ich es nämlich viel, viel hübscher. Genau, jetzt ist das halt noch alles trocken. Morgen ungefähr wird das dann vollgesaugt sein. Spätestens morgen am Abend, also nach genau einem Tag, fängt es dann wirklich an zu duften. Und gerade wenn man es dann frisch hat, wenn das Öl ganz, ganz voll ist, man merkt dann am Anfang, einmal saugt es sich komplett voll, dann ist dann schon ein bisschen mehr vom Öl weg.
Das ist nur beim ersten Mal beim Vollsaugen, dass das so schnell runtergeht, ist eh klar, die ganzen Blüten saugen sich auf, dann steht es eine Weile und dann merkt man, dass es immer nur so ganz, ganz langsam, weniger wird. Also 60 Tage mindestens hält es und ja, hat man dann frischen, guten Duft am WC, zumindest bei uns. Das verwendet ja jeder irgendwie anders, die Duftblume. Genau. Ja, da wollte ich euch auf jeden Fall mitnehmen und so schaut es einfach schön aus. So nehme ich sie in Betrieb, also wie gesagt, ohne dem rundherum, weil es schaut einfach wirklich schön edel aus. Und man kann den Flakon nicht mehr nachfüllen, das werde ich auch ein paar Mal gefragt, weil die Blüte hat nur eine gewisse Kapazität, die sie aufsaugen kann, wenn die einfach voll aufgesaugt ist. Also da haben wir wirklich schon viel Öl da drinnen, dann kann die nicht mehr aufsaugen. Kann man sie noch als dekorative Zwecke verwenden. Ich habe meine Duftblumen auch alle bisher aufgehoben und stehen dann irgendwo im Raum herum, weil es einfach hübsch ausschaut. Wenn man dann hingeht, duftet die Blüte noch, aber es verströmt keinen Duft mehr an den Raum. Und dann kauft man sich einfach eine neue und ich wechsle einfach die Düfte durch. Auch die Blüten wechsle ich durch. Einmal die Buttercupelle, einmal die Dahlia Darling. Ja, ist halt auch wirklich super zum Verschenken. Ich finde, das ist ein schönes Geschenk. Ich habe jetzt auch eine Kundin, die hat jetzt bei mir 5 Duftblumen gekauft in der Duftrichtung Luna und möchte die zu Weihnachten in ihrem Umfeld verschenken. Ich habe ja auch diesen kostenlosen Verpackungsservice, wo das dann noch von mir schön verpackt wird und dann sende ich das der Dame zu und die verteilt das dann zu Weihnachten als Geschenk fix fertig. Also das ist schon praktisch. Genau, wenn sie da auch gerne mal eine Duftblume verschenken wollt oder wenn ihr euch generell informieren wollt, was ihr zu Weihnachten verschenken wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich berate euch da gerne, ich bestelle euch das und verpacke euch das und schicke euch das zu oder bringe euch das vorbei, wenn ihr in meiner Nähe wohnt. Und dann habt ihr schon ein schönes Weihnachtsgeschenk und müsst euch nicht mehr drum kümmern. Sensi hat heute angekündigt, der letzte Tag, wo das garantierte Lieferdatum vor Weihnachten ist, ist der 13.12., wenn ihr direkt über meine Website bestellt und per Kreditkarte oder PayPal bezahlt. Ja, genau. Dass ihr Bescheid wisst. Ja gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich stelle die Duftblume mal aufs Klo und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!